Hallo alle zusammen! In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie verlorene Daten auf einem Remote-Computer über eine Internetverbindung wiederherstellen können. Heute wird der Online-Datenwiederherstellungsdienst immer mehr relevanter und gefragter. Für die Remote-Arbeit im Windows-Betriebssystem sind mehrere Standarddienstprogramme integriert. Sie helfen Ihnen beim Einrichten der Fernbedienung des Computers eines anderen Benutzers. Mit Ihrer Hilfe können Sie Ihren Verwandten oder Freunden helfen, das Problem mit Ihrem Computer zu lösen, einschließlich der Datenwiederherstellung. Neben dem Fernzugriff benötigen Sie jedoch auch ein spezielles Programm, um verlorene Daten wiederherzustellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. So richten Sie den Fernzugriff ein. Zunächst müssen Sie zum Remote-Computer gelangen. Dazu müssen Sie einige Änderungen an den Systemeinstellungen auf dem Remote-PC vornehmen. Öffnen Sie das Startmenü Windows-Dienstprogramme, Systemsteuerung oder geben Sie einfach Systemsteuerung in die Suchleiste ein. Hier suchen wir das Element System, erweiterte Systemeinstellungen, die Registerkarte Remote. Wir setzen die Markierungen gegenüber Remote-Unterstützung-Verbindungen mit diesem Computer zu lassen und Remote-Verbindung mit diesem Computer zu lassen. Dann übernehmen und OK. Weitere Informationen zum Einrichten einer Remote-Desktop-Verbindung finden Sie in unserem anderen Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Als nächstes müssen Sie auf dem Computer, von dem aus Sie eine Verbindung zum Remote-Computer herstellen, das Fenster Remote-Desktop-Verbindung über das Menü Start Windows-Zubehör öffnen. Geben Sie die IP-Adresse des Remote-PCs ein, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf Verbinden. Die Fernverbindung ist bereit. Jetzt müssen Sie nur das Programm herunterladen, um verlorene Daten wiederherzustellen und mit der Wiederherstellung beginnen. Die nächste Möglichkeit zum Konfigurieren einer Remote-Verbindung ist die Verwendung des Dienstprogramms Microsoft Quick Assist. Diese Methode ist eine der einfachsten, und über das Internet einen Fernzugriff zu erhalten. Es ist eine integrierte App, die alle Versionen von Windows 10 haben. Zu Beginn muss die Anwendung auf beiden Computern aufgeführt werden. Öffnen Sie dazu das Menü Start, Windows, Zubehör, Schnelle Hilfe oder gehen Sie Schnelle Hilfe in die Suchleiste ein. Klicken Sie auf Ihrem PC auf Hilfe und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an. Es ist nicht erforderlich, sich am Remote-Computer anzumelden. Danach erhalten Sie einen Sicherheitscode, den Sie auf dem Remote-PC eingeben müssen. Der Schlüssel ist in 10 Minuten gültig. Auf dem Remote-Computer müssen Sie auf Hilfe abrufen klicken und diesen Code eingeben.
Denken Sie daran, dass der Code innerhalb von 10 Minuten eingegeben werden muss, da er sonst abläuft. Nach der Eingabe müssen Sie Zugriff auf Forderung bestätigen, indem Sie auf Zulassen klicken. Die Fernverbindung ist bereit. Jetzt müssen Sie nur noch das Programm herunterladen, um verlorene Daten wiederherzustellen und mit der Wiederherstellung beginnen. Es gibt auch Dienstprogramme von Drittanbietern, mit denen Sie den Remote-Zugriff zwischen Computern organisieren können. Eines der bekanntesten Programme ist TeamViewer. Um zu beginnen, müssen Sie die Installation-Datei von der offiziellen Website dieses Projekts herunterladen. Das Programm muss nicht installiert werden. Für die einmalige Verwendung ist es bequemer, nur Starten zu verwenden. Für den regelmäßigen Gebrauch ist es besser, das Programm zu installieren. Nach dem Start wird das folgende Fenster angezeigt. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie auf Ihrem PC die ID und das Kennwort über das Fenster auf dem Remote Computer eingeben. Wenn das Internet normal funktioniert, wird innerhalb zwischen 10 bis 30 Sekunden eine Verbindung hergestellt und Sie können mit der Datenwiederherstellung beginnen. Um verlorene Informationen wiederherzustellen, empfehlen wir unser Dienstprogramm Hetman Partition Recovery. Das Programm scannt Ihre Festplatte oder Ihr externes Speichergerät, findet verlorene Daten und kann diese problemlos wiederherstellen. Laden Sie das Programm herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Öffnen Sie die Festplatte, auf die die verlorenen Informationen gespeichert wurden. Bitte beachten Sie, dass die Festplatte, auf der sich wichtige Informationen befanden, nicht mehr verwenden sollten. Das heißt, dass keine Programme auszeichnen und installieren sollten. Es wird auch nicht empfohlen, das System neu zu installieren, da sonst die Dateien verloren gehen, wenn sie überschrieben werden oder Sie sie nicht zurückerhalten können. Wählen Sie im Datenträgermanager den gewünschten Datenträger aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Führen Sie zuerst einen schnellen Scan durch, dies dauert weniger lange. Wenn das Programm die gelöschten Daten aufgrund eines schnellen Scans nicht findet, führen Sie einen vollständigen Scan durch. Der Datenwiederherstellungsassistent scannt sofort das ausgewählte Datenträgervolumen und zeigt die Scannerergebnisse auf der rechten Seite der Fenster an. Nach Abschluss des Scans müssen Sie nur die gelöschten Dateien markieren, die zurückgekommen werden müssen, und auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Geben Sie an, wo die Daten gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf Speichern. Mit diesem Programm können Sie ein Disk-Image erstellen und eine Datenwiederherstellung auf dem Image durchführen,
wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass verlorene Informationen wiederhergestellt werden, da die Daten bei mehreren Scans einer Festplatte zerstört werden können. Auf diese Weise können Sie mühelos über das Internet eine Verbindung mit einem Remote-Computer herstellen und Ihren Freunden helfen, Daten wiederherzustellen. Sie können Hetman Partition Recovery in den folgenden Fällen verwenden: beim Wiederherstellen von Dateien, die durch Löschen, Formatieren und Neustellen von Datenträgerpartitionen, Systemausfällen, Virenangriffen und anderen Datenverlustsituationen verloren gegangen sind. Beim Wiederherstellen von Dateien von internen und externen Festplatten, USB, CD-Speicherkarten, Kameras und anderen Speichergeräten. Außerdem können Sie verlorene Fotos, Videos, Musik, Dokumente und andere Dateitypen wiederherstellt werden. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Anleitung wird Ihnen nützlich sein. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.